Interface angeben. Doxa. Nicht so auffällig wie manche anderen Beiträge, aber revolutionär. Der Snuff-Preis gehört uns. Nur wenn wir uns beeilen. Die raus mit euch. Zeigt uns so geil, der Typ. Nur wenn wir uns beeilen. Wir haben einen Preis für ein Evolutionssprung der Golem-Pilot-Interface-Technik. Der Jawohl. Kleine, laute, unbesiegbare Golem. Die biomagische Psi-Geistesbrücke funktioniert störungsfrei in beide Richtungen. Unsere Pilotin braucht nicht mal ihre Hände. Sie denkt und der Golem reagiert. Braucht nicht mehr Hände, pervers. Ich brauche noch meine Hände. Denken und los. Und er heißt eiskalt klug. Jedes Mal, wenn ich was Ähnliches probierte, gab's geröstetes Pilotenhirn. Unser Durchbruch in der Golem-Schnittstellendämpfung bewahrt den Geist. Weil da wieder Golem abgeht. Und zack. Aber euer Klug ist sehr beeindruckend. Krass. Oh shit. Ich schließe. So weit. Für. Deshalb. So. Kronk, ja. Wir haben ein Problem. Kronk, Kronk. Stimmt da drinnen ganz und gar nicht. Doxa, was ist los? Yo. What the fuck, Alter, was geht denn immer? Hör mal ab. Hör mal auf mit dem spastischen Moves. Ich meine. Menno, was passiert mit mir? Yo, Homie, wohin gehst du? Da Messgebot. Diese Messgebot. Aber der. Die heißt Soldier. Und. Da. Ja, Mission beendet. Wow, wieder Beutel, drei Beutelteile und man kriegt ganz viel Scheiße. Präzision, Vitalität, natürlich Kraft. So. Yep. 2661 XP, fast Level 12, meine Freunde. Hä? Ich hab noch gar nichts bekommen. Oh ne. Außer viel Liebe. Ich bin noch nicht Level 11. What the fuck, Buchige, was hast du getan? Ich bin Muss ich lieben abgehört. Oder was? Muss ich die Instanz verlassen? Nein, du musst einfach nur dein Ding da unten anklicken. Ich hab da kein Ding da. Okay, warte. Ich hab kein Ding da unten. Hat sich nichts getan. So, ich hab geliebt. What the fuck? Wollen wir direkt mit der Hauptquest weitermachen? Hä, wie liegt man die scheiß Instanz? Unten rechts, da, ich meine, okay, ja, aber ich hab nichts dafür bekommen. Klar, hast du es bekommen. Leute, ich bin gleich wieder, ich geh kurz aufs Klo. Nein, ich muss die gleiche Quest jetzt auch nochmal machen. Scheiße, dann machst du nochmal. Fuck, Alter, was ein Bullshit. Ey, das gibt's doch nicht. David ist weg, Mann, das gibt's doch nicht. Wird ohne David beitreten. Skip. Ah, komm, endlich jetzt seid ihr hier. Wir mussten unseren Platz in der Schlange auf. Doch, kann ich. Ja, nur ich kann skippen. Skippen. Das kann ich nicht skippen. Hä, das ist aber was anderes, oder? Nee. Ah, nee, es ist gleich. Kann ich nicht skippen. Warst du das gerade da hinten? Ja. Die Fratze! Teleportation ohne Empfänger. Man beachte, dass mein Assistent völlig unversehrt ist. Gute Arbeit, war. Euer Assistent hat mich schon zum zweiten Mal beeindruckt. Warte mal. Ihr schmückt euch mit fremden Federn. Der Teleporter ist Eigentum der Inquestur. Rückt ihn heraus. Was? Niemals. Das ist die Erfindung meiner Crew. Und wir sterben lieber, als dass ihr sie bekommt. Tun wir? Ja, tun wir. Wie gut, dass ihr das sagt. So bin wir da. Ihr habt die Plagiatoren gehört. Tötet sie. So, ja. Wo seid ihr gerade hingegangen? Ja, mach mal die Mission von Dingens wieder, weil er sie anscheinend nicht hat. Welche Mission? Ja, die Quest, die wir gerade eben gemacht haben.
In der Instanz? Genau. Ja. Dann komme ich auch rein. Es ist entschieden. Hiermit verleihe ich Vark und seiner Crew den diesjährigen Snuff-Preis. Auf keinen Fall! Das Gerät stammt aus der Inquisitorforschung. Das kann ich belegen. Das ist eine enorme Anschuldigung. Wir werden das überprüfen. Aber in der Zwischenzeit... Die Entscheidung steht. Allerdings erhält die Inquestur aufgrund der vorliegenden Beweise ihr Eigentum zurück. Nach der Untersuchung durch den... Warte auf zu reden. ...werden Schuld und Verdienst denen zugewiesen, die sie verdienen. Vergiss. Eiskalt! Für gut vor allem, für gut. Grüß euch. Wie kann euch geholfen werden? Yo, Nöcko. Ihr habt meine Aufgabe. Thank you, man. Hattest du jetzt die Mission? Ja, jetzt habe ich sie beendet. Gut. Du hast irgendwie eine andere Mission gemacht als wir, irgendwie. Komisch, komisch, komisch. Sehr komisch sogar. So, jetzt lass direkt die nächste... Wisst ihr, was auch komisch ist? Dass ich jetzt Instanz bin. Und die Mission gerade mal. Hey! Lol, die sitzt auf... Ja, Nacko! Hä, WTF, die sitzt auf einmal lieb! Wer? Der Klug. Die eine, der war gerade lieb. David. Look. Ja. Kannst du mal bitte rauskommen? Wie jetzt? Wie geht's gleich nochmal? Ja, unten, rechts, ab der Mitte so ungefähr, gibt's da so ein Ausgangszeichen. Leistung wird berechnet. Bitte warten. Bist du schon draußen, David? Nö. David! Keine Ahnung, wie das geht. Mach dir mich so zu Ende. Der Kerl ist so ein Depp, Alter. Ja, da steht nirgends was irgendwie so rausgehen witzig. Oder so. Soll ich dir einen Screenshot schicken? Das ist so witzig, Alter. Immer Screenshot, Alter. Wo bist du jetzt hin? Ich gehe kurz zu dem Händler hier. Ja, du sagst irgendwas bei der Karte in der Mitte, ja? In der Mitte ist nichts. Lauter! Lasst die Golems eure Freude mit ihren Akustikrezeptoren spüren! Hier gibt's so ein Event, was ich da machen kann. Boah, halt da. Ja, das ist das Event, was wir vorhin schon gemacht haben. Das ist immer noch ein Event. Und immer noch der Bizeps brennt. Verdammt! Der Bizeps brennt! Ich habe kein XP für das Event bekommen, schade. Auch nicht. Aber ich bin schnell! We are the champions! Komm, ja, Golems! Doch, we are the champions! Oh ja, wir können Golem-Fight machen. Lass mal. Können wir das gegeneinander machen? Ist ja übelst cool, Alter. Warum geht das nicht? Geht nicht. Oh man, das wäre so cool gewesen. Ah, vielleicht bei dem da hinten. La 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 la. Ja, aber ich kann es gar nicht machen. Mhm. Speichert Energie, da ist schon wieder irgendein Energiefotzenknecht. Ja, Mann. David, Mann, komm mal raus da. Junge, sag mir halt, wie man rausgeht. Mach die Mission einfach zu Ende. Ja, mach ich ja gerade, also sag halt deine Fresse. Wenn ich das hier doch gerade mach. Lol, Alter, was ist denn das für ein Monster? Das ist ein... Diese andere Klasse. Ich hab gesagt, lass uns Char spielen. Guck dir an, wie bosshaft die aussehen. Die sind scheiße. Digga, der sieht aus wie so ein schwarzer Alistair, Alter. Mein Inventar ist schon wieder voll. Der eine spastet hier vollkommen durch. Diese spastischen Moves von dem, Alter. Oh Gott. Wir haben auch voll die kleinen Inventare hier irgendwie. Ja, aber hättest du dir die Heroic Tasche. Edition gekauft, dann hättest du so eine Tasche bekommen mit 4 Plätzen. Die habe ich bekommen. Habe ich auch noch auf der Heroic Edition. Ja, und dafür noch mehr Geld ausgeben. Hey, nein, du hättest das gleiche Geld ausgeben müssen. Achso, ja, und wo soll ich das denn wissen? Hast du mir nicht Google. Gesagt, dass... Ja, und wenn ich mir Guild Wars kaufe, dann kaufe ich mir Guild Wars und nicht irgendwas anderes mit Guild Wars. Ach so, okay. Guild Wars Deluxe Edition. Jetzt für 10 Euro billiger als die Standard Edition. David holt sich die Standard Edition, denn er würde niemals die Deluxe Edition holen.
Nein, dann würde ich mir gar nichts holen. Man merkt, man kann sich schon anvisieren, bevor sie aus der Erde rauskommen. So, ich bin Level aufgestiegen. Grobes Wiederverwertungskit. Ah, ich bin auch ein Level aufgestiegen. Ich bin jetzt Level 55. Jungs, jetzt könnt ihr mit dem Wiederverwertungskit die Sachen, die ihr nicht mehr braucht, wiederverwerten. Dann kriegt ihr daraus Material. Das ist voll geil. Ach. Nee, ist nicht dein Ernst. Wir sind überladen. Ich schwör, Digga. Holzlangbogen, aber ich wette, deiner ist eh stärker. Boah, ich hab so ein cooles Item. Wartet. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen soll. Nee, ja nicht. Wieso? Das ist eine Überraschung. Was denn für ein Item? Eine Überraschung. Das Ende vom Lied ist, dass ich 15 Minuten lang nicht kämpfen kann. Toll, wie unnötig. Nein, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, 15 Minuten lang nicht kämpfen. Seems legit. Ja. Ah, es ist legit. Ich hab jetzt plus 18% magisches Gespür, Alter, krank. Kranker Scheiß. Wie lange wollen wir heute noch aufnehmen? Ich weiß es nicht, wie viel haben wir denn? Halb 12. Oh, gut, dann würde ich sagen, wir machen hier eine Aufnahmepause, oder? Okay. Okay. Wenn wir uns wieder zusammenfinden und weiterspielen, Leute. Alles klar, meine Freunde. Man sieht sich dann beim nächsten Mal. Abonnieren, favorisieren, kommentieren. Tschüss. Der Schnauze LP.